Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Gwent hier. Wir sind noch beim Skellige-Deck dabei. Gehen natürlich gleich rein in die Action. Denn das wollen wir hier sehen. Wenn uns Gwent jetzt mal schnell einen Gegner gibt, geht's auch gleich los. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder ein bisschen weniger hochgeladen die letzten Tage. Bin einfach zu sehr beschäftigt in meinem Job. Komm meistens von meinem Job. Bin da ja Abteilungsleiter nach Hause. Bin so kaputt, dass ich eigentlich nur noch baden will und in den Sessel oder irgendwie sowas. Ich habe halt relativ viel Arena gespielt, weil das kann ich dann auch chillig im Sessel machen. Da muss ich hier nicht am Rechner sitzen mit Headset auf und so, weil ja Arena demnächst zu Ende geht. Aber ich kann hier noch weiter labern. Gwent, die Leute wollen das Spiel sehen und nicht diesen drehenden Geralt. Naja, siehste. Das Motto klappt immer. Erst schimpfen und dann geht's auch weiter. So, gegen Rang 6, gegen die Monster. Oho, gegen Roman, den Geisteskrieger, Geisterkrieger. Wir haben auf jeden Fall schon mal Harald, das ist schon mal nicht schlecht. So, ihr beide verbessert euch sowieso noch bis zum Ende, also kommst du erstmal weg und du kommst auch erstmal weg. Den haben wir auch schon, Hjalmar auch, also wenn der auf dem Friedhof landet, können wir mit Hjalmar 10 Schaden machen. Da kommen erstmal die Larven. Wenn ich Glück habe, geht hier eine runter und dann kann ich die mit dem Blutadler wegmachen. Das probieren wir doch gleich erstmal aus. Mal sehen, was der Stahl so aushält. So. Also die hier, ne, die ist ein heißer Kandidat für den Blutadler. Und was würden wir uns denn dann holen? Kommt natürlich jetzt darauf an, was er spielt, aber wahrscheinlich den Berserker. Oder Herkia. Wo man Herkia natürlich auch ganz gut für die letzte Runde. Jetzt hat er schon 4 Larven. Dann wird er gleich als nächstes dann hier noch seine Frucht und dann geht es hier richtig ab. So, dann nehmen wir ihm aber hier natürlich die mit dem Schild weg. So, freie Auswahl. Tja, was macht jetzt am meisten Sinn? Wenn man wüsste, ob man die nachher noch fürs Endgame zieht, ansonsten würde ich sie jetzt nehmen. Ach komm, wir nehmen die jetzt. Mach die hier weg, mach die hier weg, mach die hier weg. Drecksau. Da nimmt er sich die Frucht wieder weg. Dann nehme ich jetzt noch den Zweihänder. Ich habe mal mit einem Schlag 3 niedergestreckt. Er hat ja hier halt auch noch 5 auf der hohen Kante, die er einsetzen kann. Müssen wir mal gucken, ob wir ihm hier in der ersten Runde noch Paroli bieten wollen gleich oder lieber nicht. Jetzt wird er sich gleich immens verbessern nach oben. Über 20 sicherlich. Dann kommt der nächste Flatterer. Ja, man könnte es, wie gesagt, ich könnte ihm hier natürlich noch versuchen, Ärger zu machen. Aber da müsste ich halt viele gute Karten spielen, die ich fürs Endgame eigentlich lieber hätte. Ich passe hier mal. Ja, unseren Blutadler zurück und dann leider nur 2 Bronzekarten gezogen. Aber wir haben, glaube ich, nur noch eine Goldkarte drin, ne? Den mal weg. Ja, den Briganten kann ich jetzt eigentlich wunderbar ausspielen, wenn er passen sollte. Komm, dann nehmen wir die Angreiferin nochmal weg und kriegen eine Angreiferin wieder. Ist super, ey.
Wie war das? Ah ne, wir haben sogar noch 4 Goldkarten. Noch gar nicht so schlechte. Ja, dafür ist halt der genau richtig. Götter sind mit uns! Die drei waren mal ganz schnell weg. Er macht aber auf jeden Fall weiter. Mal sehen, ey. Durchaus möglich, dass der es uns hier wieder direkt geben will. Hauen wir mal das Schiff raus. Na, wenn er jetzt noch eine Karte ausspielt, dann... Jo, der macht weiter. Jetzt heißt es, wir müssen immer versuchen, vor ihm zu bleiben. Wegen dem Kartenvorteil. Was kann er denn hier Großes verzehren? Eine 5er-Einheit. Ja, nun kommen wir jetzt natürlich nicht so schnell an ihn ran. Jetzt wüsste, wie lange er noch weiterspielen will. Wenn ich den spiele, komme ich auf 10, kann ihm die wegnehmen und er hat nur noch 8. Dann sind wir schon mal wieder vorne. Das machen wir doch. Wer will Stahl von Skellige schmecken? So. Und bam. Denn das, wie gesagt, muss unser Ziel sein. Jetzt mit jeder Karte immer vor ihm. Mal gut, dass wir hier auch noch 8 Schaden auf Tash haben. Mit der waghalsigen Taktik. Hektik. Wir werden diese Welt erobern, wie schon zahllose Welten. Ja, also nur 5 vor. Das heißt, unsere Angreiferin reicht erstmal. Stirbst du jetzt? Oder muss ich dich nochmal töten? Na, holt er seinen nächsten NL-Eroberer raus. Ist dann auf 22. Für König Oberon! Für Tirnalia! Tja, wenn wir Hemdal spielen, sind wir wieder vorne. Er kriegt nochmal 2 Schaden. Joa, den machen wir das doch. Ne, warte mal. Der soll die lieber nicht runterschießen. Nehmen wir lieber die beiden hier. Nur 4 vorne. Na, haut da gleich mal 9 raus. Dann wird nur noch 5 vorne. Aber er hat 3 angeschossene Einheiten. Das bedeutet, wir können den Ansturm des Meisters einsetzen und ihn wegmachen. Das ist ja, wie gesagt, das ist immer das, was als Skellige so einen Spaß macht. Ey, Schaden, Schaden, Schaden. Zerstören und verbrennen. Verwirft er sich noch eine, kriegt wieder eine zurück. Und ist 9 vor. Und, naja, da er Imlerit hat. Vielleicht hat er hier Imlerits Zorn, heißt er, glaube ich, um eine Einheit wegzumachen. Dann gehen wir jetzt hier auf Nummer sicher und gehen mal den hier. So, da hat er dann noch eine Einheit, die wir ihm wegnehmen können. Was haben wir hier noch so für Krieger? Ah, Morgwag werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, ne? So. Und ich glaube, wir nehmen den Berserker. Ich hätte zwar auch Morgwag für den hier nehmen können, aber ich will halt Morgwag, wenn es sich anbietet, für die letzte Runde haben. Die drei Pfeile in meinem Hintern spüre ich kaum. 5 vor. Und
Nur noch doch nochmal 6 Schaden. Und wie gesagt, er könnte Imleritz Zorn haben und uns dann die Achter hier wegnehmen. Dann geben wir ihm hiermit erstmal 6 Schaden. Weil wenn er den hat, das gibt ihm keine Punkte. Wir würden auf 16 runtergehen und könnten uns dann wieder vorspielen. Aber vielleicht hat er die auch gar nicht und passt jetzt. Na, scheint gerade durchzurechnen. Er spielt. Osrael, was hat er denn da? Ah, die 9er Einheit wird er auffressen, aber das reicht ihm nicht. Das reicht ihm auf keinen Fall. So, er ist 4 vor. Wir brauchen nur den hier nehmen. Und haben uns damit einen Punkt die zweite Runde gesichert. Sehr schön. Und haben keinen Vorteil. So, als erstes spielen wir sowieso Harald aus, das ist klar. Mal gucken, was wir noch ziehen. Morgwag wäre ganz geil. Und hier den 6er Schaden hätte ich auch ganz gerne noch. Jetzt ziehen bestimmt nur Bronzekarten. Ey, Morgwart zumindest. So, immer wenn ich eine Kriegereinheit ausspiele, aber naja, ja, ist die Frage. Krieg ich was Besseres? Ja, die gefällt mir schon besser. So, damit nochmal Schaden. Nur Krieger, das heißt, Harald macht immer Schaden, wenn er uns den nicht wegnimmt. Ach komm, so gehen wir hin. So, einen guten alten Harald raus. Alle Mann an die Waffen! So, welchen nehmen wir jetzt hier? Der würde jetzt eh keinen Schaden machen, weil er keine Einheit hat. Das heißt, ich könnte hier nur noch auf ein 7er Spiel kommen. Da kann ich auch gleich die hier nehmen. Schaut eurer mutigen Mutter ins Gesicht, Kinder. Schon mal 12. Ah, die kriegt nur 2 Rüstungen. Kann er gleich zwar nochmal auffressen wahrscheinlich. Aber warte mal, nee, das können wir ihm total versauen, Alter. Ey, wir nehmen jetzt Morgwag, gib Schaden, ne? Füge einer gegnerischen Einheit 1 Schaden zu wiederholen, bis das Ziel beschädigt ist. Und das ist erst beschädigt, wenn die Rüstung weg ist. Ciao. Bam. Pass auf, Kollege, du kannst schon aufgeben. Was willst du denn jetzt hier noch haben, Alter, ey, um den Rückstand aufzuholen? Ja, dann kannst du nur eine Bronzeeinheit verzehren, also den dicken nicht. Boah, der hat nur mal eine 8 auf der Hand. Ja, dann natürlich als nächstes den hier. Brennt jedes Haus nieder und greift euch alles, was glänzt. 12 sind wir jetzt schon vor, das wird wahrscheinlich schon reichen. Ja. Oh, ein Punkt, ey. Super. Deathmatch haben wir für uns entschieden. Sehr geil. Dürfen wir mit Skellige weiterspielen. So, schönes Match. Hier, beide Runden mit einem Punkt gewonnen. Ja, und da kriegen wir wieder einen vergessenen Zwergeschatz. So, zack, gleich wieder rein in die Action. Mal sehen, wie das zweite Match läuft. Ja, schon wieder 104 Fässer. Da sind einige Zwergenschätze bei. Ja, ich könnte eigentlich mir mal ein paar Premium-Karten machen. 8500 Erz. Und die Schlüssel. Ich habe halt die Questreihe von der Saison der Katze schon fertig. Die hebe ich mir für die nächste Saison auf, damit ich dann gleich wieder beim Saisonbaum zu den Questzeit komme. Und dann gibt's noch mal jede Menge Erz obendrauf. Aber ich mache das nächste Barrel Opening erst bei 250 diesmal. Das letzte war mit 150 Fässern. Das nächste wird dann mit 250 Fässern. Na? Oh Gott, ey. Das deutet schon wieder auf eine ganz schlechte Verbindung des Gegners hin.
Ja, mei, das gibt's doch gar nicht. Super. Das ist hier ganz klasse hier. Das ist wieder einer, der vom Mond oder vom Mars oder so ausspielt. Da ist die Verbindung halt nicht ganz so geil. 2 Millionen Ping oder so. Ey, das gibt's doch jetzt gar nicht. Ja, der hat wohl direkt aufgegeben oder Verbindung weg. Da, Verbindung unterbrochen. Ja, das zählen wir jetzt natürlich nicht. Ah, kriegen gleich wieder den nächsten Zwergenschatz. Ja, zack, gleich wieder rein. Sorry für das Warten. Ich hoffe, jetzt geht's schneller. Das dürfte auf jeden Fall interessant werden. Ja, wir kommen rein. Auch Rang 5. Wieder gegen Monster. Geisterkrieg. Stirb, ist das derselbe? Ich habe jetzt den Namen gar nicht mehr im Kopf. Nu, wer tauschen wir denn hier? So, die kommen erstmal wieder weg. Ja, die will ich eigentlich auch nicht haben. Das ist fast dieselbe Startant wie vorhin, würde ich sagen. Okay, Harald haben wir nicht, dafür haben wir die Wildsau. Na, ich glaube, die Starthand beim ersten Match war besser. Also, ja. Gucken wir mal, wenn jetzt hier wieder die Endriaga-Larven kommen. Das ist wahrscheinlich dasselbe. Muss ich mal im Video gucken, ob der erste auch Trexun hieß. Ja, spielen wir mal den Schmied aus. Ich will auch, also wie gesagt, die Hand ist schlechter wie im ersten Match. Hier will ich auch nicht lange in der ersten Runde spielen. Das ist bestimmt der gleiche. Ja, ihr habt den Namen, auf den Namen nicht geachtet. Ja, nehmen wir jetzt das Schiff. Obwohl, warte mal. Könnten auch erstmal ihn nehmen. Nee, wir nehmen erst das Schiff. Obwohl, erst ist alles ein bisschen scheiße. Das ist natürlich nur Glück. Er könnte mir mit Glück natürlich die beiden hier wegmachen. Ach komm, wir versuchen unser Glück. Götter sind mit uns. Macht er natürlich nicht. Ah, wir können uns mit dem Blutadler dann wieder Herkia holen. Oh, jetzt gibt er der Blut. Nee, dann werde ich das aber noch nicht machen. Nee, er hat ganz viele Gedeihenkarten. Jetzt schon 6 Stück auf dem Tisch. Dann nehmen wir jetzt das Schiff. Verbessern das mal um 2. Sind quasi erstmal wieder dran. Die nächste Gedeihenkarte. Dann verschiebt er das Schiff. Ich spiele wieder nicht weiter. Wir hoffen halt einfach auf gute Karten fürs Ende. Ich hätte halt die auch mit meinem mit der Anführerfähigkeit nicht auf Schaden drücken können. Sonst hätte ich natürlich noch ganz geil die Wildsau einsetzen können. So, Chalma haben wir, aber wir haben hier unseren Zehner Zweihänder noch nicht.
Nehmen wir die Dörflerin weg. Den kann ich ganz gut ausspielen. Den Briganten. Tja, ob ich mich hier nochmal versuche. Ey, immerhin das Delirium bekommen. Ja, wieder die Endriaga-Larven. Die haben nur 4er-Einheiten im Friedhof. Dann nehme ich erstmal wieder den Briganten, im letzten Match auch gemacht. Unser Jarl ist ein Erwählter der Götter. So, dann können wir ihm vielleicht mit dem Blutadler wieder eine Endriaga wegnehmen. Sogar ganz sicher. Ja, und das machen wir auch. So, die Endriager weg. Ja, jetzt sind zwei Hände raus, weil den brauche ich. Ich habe mal mit einem Schlag 3 niedergestreckt. So, jetzt ist er ja schon bei 7 Karten. Spiel er weiter. Er spielt weiter. Ich glaube, jetzt so einfach komme ich jetzt nicht vor ihn. Obwohl. Wir nehmen mal den hier. Ey, ist natürlich klar, ey, wenn man irgendwie die Chance hat, Kartenvorteil zu kriegen, dann sollte man sich den holen. So, jetzt hat er hier nämlich auf jeden Fall 2 angeschlagene Einheiten. Wenn ich die Wildsau einsetzen würde, wäre das natürlich sehr nice. So, und jetzt nehmen wir ihm erstmal noch die hier weg. Dann hat er nämlich nur noch seine Frucht, die sich verbessert. Ja. Bam. Wenn das wirklich derselbe ist, hat er ja auch ein Hingabedeck und dann hat er auch keinen Geralt dabei. Ich hab ja einen, ne? Ach nee, nee, nee. Das ist ja auch mein skellige Hingabedeck. Ja, jetzt ist schon wieder ziemlich ruhig bei ihm. Das war ein harter Schock. Dann macht er 8 Punkte, kommt auf 16, er verbessert sich jetzt auf 17. So. Und jetzt wird er kotzen. Nein, ich werde kotzen. Ich hab nicht gut gerechnet. Also wenn er weiterspielt, ist alles gut. Wenn er nicht weiterspielt, habe ich eben Scheiße gebaut, aber naja. Er guckt ja zumindest seine Karten sich an. Bitte spiel weiter. Er spielt weiter. Wen verzehrt er jetzt? Achso, den Katakan. Nee. Ja, okay, er wollte halt wahrscheinlich, dass nicht so viele angeschlagene Einheiten da rumdümpeln. Mit Hemdal kommen wir wieder ran. Dann nehmen wir doch Hemdal. Es ist an der Zeit! Na, schade, dass er die hier nicht angeschlagen hat. Nee, nein, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich glotzen.
Da hat sich doch nichts getan, ey. Aber nur 4er Einheiten. Da wieder 9. Das ist derselbe Typ, ey. 100 pro. Und ist schon wieder 7 vor. Das konnte doch nicht sein. Wieso kommt der immer wieder vor mich? So, damit kommen wir auf 25 und schießen ihn auf 24 runter. Also sind wir wieder knapp vor. Nein, ich unterwerfe mich nicht diesem Krüppel. Du unterwirfst dich Harald nicht? Hier ist Harald. Komm, ey, das ist nur ein Punkt Unterschied. Er nimmt die nächste. Und verzehrt er jetzt den Katakan oder immer noch nicht? Mag er nicht. So, da haben wir eine angeschlagene Einheit. Die müssten wir noch anschlagen oder die hier, damit wir mehrere haben. Allerdings ist er jetzt schon wieder sehr, sehr weit vorne. Mit dem Schwein könnten wir im Moment nur 7 Schaden machen. Wären dadurch allerdings wieder vorne. Ich denke mal, wenn ich den einsetze, um die hier auf Schaden runterzuschießen, dann schieße die hier sowieso weg. Also bringt mir das nichts, da nehmen wir jetzt das Schwein. Okay, wir sind nicht vorne, wir sind nur gleich. Wird das hier vielleicht doch noch eine enge Kiste? Eine müsste noch angeschlagen werden, dann könnte ich ihm die 13er wegnehmen. Ich denke mal, dann nehmen wir den. Tja, müssen wir jetzt Hachalma nehmen. Wer will Stahl von Skelly geschmecken? So, mehr wie 4 Schaden wären es nicht. So, es müssen nur die 4 in Schaden bleiben. Dann kann ich ihm eine 13er wegnehmen. Spannende Runde. Na komm, Kollege, Alter, du hast eine einzige Karte auf der Hand. Das kann jetzt wohl nicht so lange dauern. Kurz ausrechnen, bringt's dir doch was? Ja, nein, vielleicht, ey. Und dann eben ne, spielen oder passen. Okay, passen. Tja, wir nehmen die weg. Weil ich weiß nicht, ob ich den gleich in der letzten Runde nochmal einsetzen kann. Und die 6 Schaden, die kann ich auf jeden Fall einsetzen. Sehr gut. Ja, die Runde eingesackt. Keinen Kartenvorteil diesmal. Schade. Wir wollen Harald. Harald. Gib mir bitte den Krüppel Harald. Nicht der Krüppel. Nicht der Krüppel. Nicht der Krüppel. Alter, vor allem 3 Sonderkarten. Das gibt's doch nicht. Alter. Das ist jetzt echt ganz schlecht. Harald, der Krüppel, wie toll. Tja, weil ich lieber die mit 6 mal 1 Schaden oder lieber die hier, teile 6 Schaden aus, oh, zufällig. Ich riskiere es hier. Immerhin eine 7er Einheit. Welcher macht denn am meisten Sinn rauszuholen? Der in 2 Händen, aber
Weil ich ja hier damit dann nochmal 6-mal Einzelschaden mache. Ja, dann machen wir das. Alle Mann an die Waffen! Für Koch! Ich meine, wir können halt auf jeden Fall eine Kriegereinheit rausspielen und sogar Herk, ja. Er macht aber den Zweihänder weg. Stirbst du jetzt? Oder muss ich dich noch mal die Mann? Jetzt haben wir nur noch Karten, mit denen wir bei ihm Schaden machen können. Wenn er jetzt eine Sonderkarte ausspielt, sieht es natürlich ganz schlecht aus. Er spielt tatsächlich eine Sonderkarte aus. Ich brech zusammen. Ja, welche Sonderkarte opfern wir denn jetzt mal? Damit kann ich 6 Schaden machen. Damit könnte ich 2 Schaden machen, mir eine 7er holen oder eine 4er, die dann noch 3-mal Schaden macht. Naja, dann hauen wir die mal weg. Mich selber darf ich nicht angreifen, ne? Scheiße, Alter! Wenn er jetzt noch eine Sonderkarte hat und dann irgendeine 12er-Einheit, kann ich nichts machen. Er hat das Biest. Ist jetzt schon auf 8. Naja, egal. Immer wieder so. Tja, jetzt Herkia oder... Na, Herkia hat noch Schild. Rüstung meine ich. Dann nehme ich lieber Herk, ja? Gib dann dem Biest da oben nochmal 3 Schaden. Über 12 vor. Vielleicht reicht's. Na, die verbessert sich um 2. Wenn er eine Einheit spielt, geht die auch nochmal einen hoch. Dann ist er bei 5. Ah, er hat Osrel und kann dir eine Zeder fressen. Scheiße, wir haben verloren. Ah, ganz knapp, aber wir haben verloren. Und es liegt sicherlich daran, dass wir eben in der ersten Runde halt so schlecht gezogen haben und ihm dann keine Paroli bieten konnten. Aber naja, scheißegal. Einmal gewonnen, einmal verloren. Und das heißt, zur nächsten Folge ist dann ein Wechsel der Fraktionen dran. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn und ciao.